Konnten uns den Ball schneller zurückholen, das hat uns gut getan. Wir freuen uns natürlich extrem über die 3 Punkte und war jetzt unser erster Auswärtssieg. Und den Gästen wünsche ich natürlich alles Gute weiterhin und hoffe, dass er auch wieder in die Erfolgsspur kommt. Danke. Vielen Dank. Jens, dein Fazit bitte. Ja, für uns ist das natürlich ein ganz, ganz bitterer Nachmittag. Jens Hertel, gellendes Pfeifkonzert hier zum Schluss im Ostseestadion. Zuschauer gehen unzufrieden nach Hause und auch Sie sind bestimmt nicht zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Ja, dann ist alles nach unten gegangen. Also zweite Tor und dann wir probieren irgendwas, aber am Ende wir waren weit weg vom Sieg heute. Und dann stehst du da und dann ist die linke Klebe wieder da, als wäre sie nie weg gewesen. Petric jetzt im Zusammenspiel mit Opoku. Oh, schöner Steckball da für Julian Riedel, der ist schon im Strafraum. Legt nochmal zurück mit der Hacke, jetzt Petric auf Öztürk. Und was für eins! Und jetzt kommt Pascal Breyer alleine aufs Tor zu Pascal Breyer. Mann, was geht denn hier ab? Gegen Halle wieder ernste Lage wieder los, ja. Da werden wieder Punkte verteilt, ja. Und das ist auch wieder schön, wenn das endlich losgeht. Nö, abgehakt noch nicht, aber ich glaube, wir müssen dann jetzt richtig gut in die Rückrunde starten, richtig gut punkten, dass wir dann auch nochmal Anschluss dann oben bekommen. Ich denke, Platz 3, wenn man gut startet, ist da durchaus noch möglich. Aber ganz wichtig natürlich der Start jetzt mit dem ersten Spiel auch gegen Halle. Opoku mit gegen seinen Gegenspieler. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Opoku hat ihn. Opoku hat ihn nicht. Opoku hat ihn. Opoku hat ihn nicht. Jetzt hat Opoku ihn doch. Opoku hat ihn doch. Langer Ball auf Pascal Breyer. Pascal Breyer zentral rein. Pascal Breyer wird abgedrängt. Schade. Kein Mitspieler ist da. Pascal Breyer im Strafraum quer gelegt. Auf Vollmann. Den muss er machen. Den muss er machen. Den macht er. Ja! Den macht er. Den macht er. Den macht er. Den macht er. Kombinieren Vollmann mit dem 1:0. Die dritte Chance. Dreimal ist Rostocker recht hier. 1-2-3. Vollmann. Das Ding ist drin. 65. Minute. Der FC Hansa Rostock. Er war am Drücke hier im Ostseestadion. Wir haben es gesagt. Halle hat versucht, sich dagegen zu stemmen, aber die dritte dicke Möglichkeit, die macht Corbinian Vollmann hier in der 65. Minute.